ist ein schrecklicher Anblick, der sich den Rettern auf der A57 bietet. Erst bei Tageslicht wird das ganze Ausmaß sichtbar. Mehr als 20 Pkw und Lastkraftwagen sind hier gleich in beiden Fahrtrichtungen verunglückt. Ein 29-jähriger Mann aus Jüchen kommt dabei ums Leben. Es ist gegen Mitternacht, als sich eine dichte Rauchwolke über die Autobahn bei Neuss-Nievenheim legt. Die Autofahrer können plötzlich nichts mehr sehen, fahren ins Nichts. Es war schwarze, große schwarze Wolke und habe ich sofort die Warnblinker angemacht und stehen geblieben. Andere sind teilweise ja noch in den Unfall reingefahren, obwohl sie gesehen haben, dass da die Sicht ja versperrt war. Ich bin in irgendeine Rauchwolke reingefahren und wusste nicht mehr weiter. Ich habe nicht mehr nach vorne, links und rechts nichts mehr gesehen und bin einfach nur vor so eine Betonwand reingefahren. Und ich bin total unter Schock. Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert ist. Und mein Airbag ist Gott sei Dank aufgegangen und ich habe mich da mehr oder weniger aus dem Autowrack habe ich mich herausgezogen. Ich habe so eine Angst gehabt auf einmal. Ich habe echt gedacht, das Leben ist auf einmal jetzt zu Ende, aber ich lebe ein zweites Mal, Gott sei Dank. Andere Autofahrer hatten weniger Glück. Zwei Personen werden schwer verletzt. Nach Auskunft der Polizei schwebt eine Frau immer noch in Lebensgefahr. 11 weitere Beteiligte kommen mit leichten Blessuren davon. Die Autobahn ist seit Mitternacht gesperrt. Das Landeskriminalamt sichert die Spuren. Erst dann, gegen Mittag, können die Bergungsunternehmen damit beginnen, die teilweise völlig zerstörten Fahrzeuge abzutransportieren. Das Ganze dauert über 6 Stunden lang. Die Bergung gestaltet sich total schwierig. Man muss sich vorstellen, wir müssen diese tonnenschweren Lkw mit anderen tonnenschweren Lkw mit einer Seilwinde von der Brücke ziehen, weil die Bergungsfahrzeuge dürfen wegen der akuten Einsturzgefahr nicht auf die Brücke fahren. Die Bergung ist schwierig und das hat seinen Grund in der Unglücksursache. Unter der Brücke, auf der verheerende Unfall passierte, hatten Unbekannte in der Nacht wohl Plastikrohre einer nahegelegenen Baustelle in Brand gesetzt. Von hier kam die dichte Rauchwolke. Es muss ein gewaltiges Feuer entstanden sein. Dabei ist eine sehr große Hitze entstanden, die auf das Bauwerk eingewirkt hat. Sie sehen das, viel Beton ist abgeplatzt. Wir prüfen ihn zurzeit mit Statikern und Fachleuten, inwieweit das Bauwerk geschädigt ist und ob wir das wieder unter Verkehr geben können. Prüfen soll das unter anderem Statiker Joachim Minden. Den ganzen Tag über hoffen die Experten, dass das Bauwerk zu retten ist und vielleicht schon bald wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Doch schnell wird klar, der Schaden ist viel zu groß. Eine Brückenhälfte in Richtung Köln wird mit höchster Wahrscheinlichkeit vollständig abgebrochen werden müssen. Und in Konsequenz, die andere Seite sieht nicht viel besser aus. Zu späterem Zeitpunkt, vielleicht auch zeitgleich, je nachdem ebenfalls. Am späten Nachmittag werden die letzten verunglückten Lkw mit Spezialschleppern von der Brücke gezogen. Dann sind die Fahrbahnen wieder frei. Pendler werden hier aber trotzdem so bald nicht fahren können. Eine Woche, wenn nicht sogar länger, bleibt die Arbeit.